So. Ich verschwinde hier. Moin. Will wer mein Mais haben? Hier. Ich hab Mais. Ich hasse den weißen Mantel, genauso wie jeder andere. Wollen die Schweine mein Mais haben hier? Nee. Da, der Dorfbewohner beim Baumhaus. Der will was verfuttern haben. Ich glaube, dem muss man aber zwei, dreimal was bringen und ich bin mir nicht sicher, ob man das nur einmal am Tag kann oder so. Was ist denn da passiert? Ich habe genug Fisch. Mein Mais hat sich ist explodiert. Ja, aber ich glaube, den kann man nur einmal am Tag was geben und dann muss man es ein paar Mal öfters machen. Hm. Aber du wirst es sehen. Ja, ist leider so. So. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. So, bei dem anderen braucht man Verkleidung, ne? Mir fehlt das letzte Herz da in der Mitte. Ja, da mach einfach die Story. Wenn du die Verkleidung dann hast, gehst du in dieses Fort rein und da musst du so Sachen machen, da machst du automatisch auch das Herz mit. Okay. Suche ich gerade Leute vom weißen Mantel, damit ich die umbringen kann. Eventuell. Du sollst nicht mal alles töten. Es hat auch schon die Königin festgestellt, dass du einfach nur brutaler Schlägertyp bist. Wenn wir das nächste Mal bei der Königin in der Instanz sind, gibt es übrigens einen witzigen Erfolg. Dass man sich unhöflich benimmt. Das heißt, mit der Katze spielen, in dem Pool vor ihrem Thron rumschwimmen und solche Sachen. Das war einer. Ich brauche mehr. Wieso setzen sich eigentlich so viele Leute hin? Kann jemand sagen, wofür der Mais eigentlich gut ist? Dieser Abschaum hat den weißen Mantel unterstützt. Das sieht man denen schon im Gesicht an. Beruhigt aufgebrachte Bürger. Die ist aufgebracht. Achso, ich soll sie umbringen. Ja gut, dann töte ich sie halt. Achso, angebliches Mitglied des Weißen Mantels. Schon gut, schon gut. Vielleicht haben wir uns geirrt. Aua, aua, aua. Alter, die ist... Okay, mein Charakter wäre eigentlich tot. Schießt aus nächster Nähe mit Pistolenkugeln auf mich. Ich glaub's nicht. Klatsch. Ich bin mir ganz sicher nicht. Es tut mir leid. Dieser Krieg macht mich ganz verrückt. Wird doch schneller fertig als die Tote. Was? Ups. Habe ich mir mal den Stream angeschaut und schon bin ich wieder tot, wenn ich ins Spiel komme. Ja, was tust du? Warum wagst du das auch? Ich sollte mich erst, wo es sicher ist, irgendwo hinstellen und nicht irgendwo mitten in einer Landschaft. Was ist diese Korrespondenz von E? Der Krieg macht mich ganz verrückt. Die kannst du sammeln, das sind irgendwie jede Menge Sachen, die es hier zu finden gibt. Und wenn du alle hast, dann gibt es auch wieder einen Erfolg für. Das sind so Brieffetzen, die hier rumliegen. Ich habe aber auch noch nicht alle, weil ich immer zu faul war, da ein Video zu gucken. Vielen Dank, dass ihr mitgeholfen habt, die Ordnung im Bazaar aufrechtzuerhalten. Es geht hier oft hoch her, vor allem in letzter Zeit, und eure Hilfe war von unschätzbarem Wert. Ich verschwinde von hier, bevor noch mehr Verrückte auftauchen. Aber mir fehlen nur noch zwei Stück, sehe ich gerade.
Scheiße, ich kann doch. Hat sie erledigt. Zu weit weg. Ich dachte gerade, ich könnte jetzt schön mit der Leylinie hier rüberfliegen, aber. Ich muss auch noch Shadow finden. Das könnten wir auch noch machen. Shadow finden? Ah, nee, Ministerversammlung. Die Story hatten wir schon. Shadow, hat sich Shadow versteckt oder was? Ausgebüxt findet Königin Jennas entlaufene Katze Shadow. Das habe ich noch nicht. Mario, du bist eine Katze. Ja. Das hört sich jetzt irgendwie falsch an. Warum? Weiß ich nicht. Wenn wir noch mit Logan Thackeray reden hier. Das ist gut, komm mal her, ich bin gerade Kampfgegner, ein Schnellspring. Bringt nichts, weil ja, ich gerade auf der anderen Seite des der Welt bin und mach gerade Herzchen. Oh ne, ich höre schon Messmer. Den kann man aber auch alleine machen, das habe ich schon hingekriegt. Ein Messmer greift mich mal wieder an, das war ja wieder klar. Ich klopp da jetzt schon, was weiß ich, wie lange drauf rum. Also sterben werde ich von dem nicht, aber kaputt kriege ich ihn auch nicht. Ja gut, als Heiler, nee, wenn man keinen Schaden macht, ist logisch. Eigentlich haben wir überhaupt gar keinen, der richtig Schaden macht, oder? Wir machen immer irgendwie so mittendrin. Eigentlich sollte ich als Berseele Schaden machen. Wasser. Okay, wer braucht Wasser? Dann steigt Rauch auf. Es wird wohl Wasser benötigt. Sieht aus wie Feuer. Ah, ich bin durch Asche gegangen und hab Feuer gefangen. Logisch. Warum nicht? Feuer, Asche. Hier soll's brennen. Ich sehe hier überhaupt nichts. Ja, oh, dann lösche ich halt das da. Was immer da ist. Hier sind die Köchin. Marc, ich habe eine deiner verlorenen Köchin gefunden. Ja, ich auch. Du bist also zu spät. Ein Wächter ist niemals zu spät. Er ist immer da, er ist immer dann da, wenn er es beabsichtigt. Und wenn die Zeit dafür da ist. Das ist ein Magier, kein Wächter. Ein Wächter ist auch ein Magier. Also, wo ist das Feuer? Gut, da oben ist schon mal Herzchen. Das bringt nichts. Also ich wage gerade stark zu bezweifeln, dass man den, auch wenn man kein Heiler ist, alleine machen kann. Also habe ich schon gemacht, jetzt nicht mit dem Ele, sondern mit einem anderen Charakter, aber mit Necro zum Beispiel geht das ohne weiteres. Wie bei Pokémon hier. Ihr seid unwürdig, genau, die Krabbe ist unwürdig. Eine Krabbe stellt sich euch in den Weg. Ha. Nee, das ist ein Messmer, das ging irgendwie nicht. Musst du auch schon Events machen, Marc, oder? Nee, ich muss jetzt in das Lager. Ah, okay.
Hui. Falsche Richtung. Nein, falscher Ort. Duena segne euch. Toll. Das hat ja wirklich viel gebracht. Ich bin begeistert. Ich habe das Herzchen fast abgeschlossen. Ich habe Geld. Oh, okay, ich brauch. DS Pinkens entdeckt. Aber ich muss auch in das Fort rein, oder? Ich glaube schon, ja. Aber du warst auch schon drin, oder nicht? Ja, aber ich habe die Quest nicht weiter gemacht. Ah. Oder bin ich da? Hoch hier. So. Schling. Ich höre schon wieder Event. Oder auch nicht. Ich sehe ein Event. Toll. Aber zum Glück nicht in meiner Nähe. Was für eine Nachricht ist das eigentlich? Was darf man alles nicht machen? Du darfst nicht vorauslaufen, du darfst dich nicht mumifizieren, du darfst mir nicht ins Wort fallen, du darfst nicht einfach so abhauen. Nee, ich meine, in diesem Jade versteckt Dingsbums. Sabotage. Du darfst nicht gesehen werden. Wie man irgendwas tut, aber ansonsten darf man hier, kann man hier durch die Gegend laufen, oder? Nee, du darfst nicht hier zu Nani rangehen, glaube ich. Nee, doch, du darfst ruhig Nani rangehen, aber wenn du jetzt was vergiftest oder jemanden befreist, dürfen die dich nicht angucken. Ah, oh, okay. Das haben sie gerade gemacht bei mir. Die Säcke, ey. Quaggan freut sich, euch zu sehen. Ha? Kann ich Mario hier wiederbeleben oder geht das auch nicht? Mal probieren. Kann ich nicht. Bin ich in der Lage, mich wiederzubeleben. Wahrscheinlich, weil du jetzt als Feind gehst. Kannst du mich jetzt wiederbeleben? Moment, ich guck gerade mal. Wohl, machst du lieber nicht, oder? Der guckt gerade dahin. Nee, kann ich nicht. Ich habe keine Möglichkeit. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern hier. Beweg dich mal schneller, Quaggan. Ich hab nicht ewig Zeit. Wasserkämpfe. Das sind immer noch genauso wie früher.
Bin ich aus dem Herz raus. Danke. Ich will doch das Herz machen. Oh, scheiße. Sie haben mich gefunden. Jetzt habe ich den armen Spieler gerade in den Stich gelassen. Jetzt habe ich mich selbst gerade in Gefahr gebracht. Warum mache ich das eigentlich hier? Hüpf, Rückzug. Hüpf, du Sau. Nicht sterben, du Sau. Lauf, du Sau. Geht doch. Was meinst du, was ich hier mache? Funktioniert aber. Aber es gab tatsächlich Fortschritt. Also ich kann da jetzt einfach nochmal. Einfach nur noch wieder die Verkleidung wieder von der Tante. Ich habe den armen Spieler gerade voll in den Stich gelassen. Der ist nämlich draufgegangen, weil ich nicht geholfen habe. Das hätten wir alleine wahrscheinlich sowieso nicht geschafft. So, Schlachtpenis. Und ich wollte ja außerdem das Herz machen hier. Wo ich auch nicht weiß, was ich hier machen soll. Was habe ich denn für eine Sabotageakte begangen? Achso, das ist wahrscheinlich das Vergiften. Ja. Mario, ich werde dich verraten. Ja. Ich brauche Wasser. Warum brauche ich Wasser? Wozu? Es muss doch zu irgendwas kommen. Nein, sie haben mich gesehen. Da ja, der. Oben? Ja, cool, danke. Ah. Warum brennt das bei einer Herzengeber? Hat das irgendwie eine Bedeutung? Ich gehe mal löschen. Ich komme nicht zu ihm. Ich habe Geld. Die Schlachtpläne sind echt toll. Ich habe auch Geld. Ja, du brennst. Brief. Sie haben einen Teil meiner Vorräte fallen gelassen. Hol sie und schaffst sie wieder auf mein Schiff. Ach, da hinten geht's noch weiter. Das ist ja krass. Grüß euch. Kann ich helfen? Wie geht's? Ups. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche einen Tipp. Fuck. Mann. Scheiße, das ist on the Wand. Aber gibt es nur dieses eine Tor? Der hält eine ganze Menge aus. Ja, niemals kommt. Wie der Kleriker einfach nicht einen Lebenspunkt verloren hat, nachdem ich ihn fast totgeschlagen habe. Oh Mann. Wow. Ich bin hier weg. Ha! Ha! Ist ja cool. Die Brücke ist auch ein Fluchtweg. Gut, hat funktioniert. Tod allen Anhängern. Wir haben hier nur Mesmer, ne? Also es gibt nichts anderes als Mesmer in den Kämpfern. Ich bin in dieser blöden Festung schon zweimal gestorben. Zweimal aufgefallen und nullmal gestorben. Aber so kann man das auch sagen, Marc.
Ich bin in der Festung nur zweimal gestorben. Das hast du mit so viel Überzeugung gesagt, das würde, da würde dir jeder glauben. Ich bin eben ein Profispion, der zwar aufhält, aber dabei nicht stirbt. Genau. Das ist auch eine wertvolle Fähigkeit eines Spions. Die sind nämlich immer die Vorläufer der Gruppe. Ja, erstmal erkunden und dann der Gruppe zu sagen, Achtung, ist gefährlich. Genau, und dann anschließend sterben und dann muss die Gruppe einen dann wiederbeleben. Und die, dann jammert immer der Chef der Gruppe, warum du dann vorgelaufen bist. Ja. Das Herzing ist irgendwie scheiße. Aber der Chef der Gruppe kann ja gar nicht jammern, weil der Chef der Gruppe ja vorgelaufen ist. Der Chef der Gruppe ist also gar nicht erst an, kam nicht mehr hinterher, weil alle vorgelaufen sind. Ich glaube, wir reden gerade von einem anderen Chef. Irgendwie ja, ne? Also ich rede von Grauen, ich weiß nicht, wen du meinst. Selbstverständlich nicht. Ich als geborener Egoist. Cool, wenn ich jetzt da, wenn ich einen Thumbnail von das hier mache, dann sieht das aus wie auf einer Wüste oder so, auf so einem Wüstenplanet. Gibt's irgendwie Ranking, das schlimmste die schlimmste Herzchenquest der Welt? Ich war schon ein bisschen froh, ich habe ja zwei Herzchen vermisst, aber diese Questart habe ich nicht vermisst. Die Gefangenen sind ja echt leicht, die im Haus sind, da ist ja gar keiner. Ach, da ist einer. Ah, kommt gerade hier längs. Mario? Hier ist der Schlitten vom Weihnachtsmann. Willst du nicht nochmal auffallen hier in dem Lager? Funktioniert dann mal so gut. Er ist jetzt schon verredet, er hat jetzt schon ausgemacht. Sein Mikrofon ist komplett stumm. Er hört uns nicht mal mehr. Wenn sein Mikrofon stumm ist, kann er uns trotzdem noch hören. Nee, sein Kopfhörer war komplett tot. Nö, ich habe euch stumm geschaltet, damit ich hier Logan höre. Achso, gut, das ist sinnvoll. Combat Readiness. Mario, du hast doch 3000 Bildschirme, an denen du gerade klebst. Da kannst du doch mal... Also minus 1000. Da kannst du doch auf den anderen 1000 kannst du doch irgendwo Discord draufkleben. Also du hast nur 2000. Und dann kannst du dich, ganz einfach verschieben. Ja, das könnte ich auch, aber ich kann mich doch einfach muten. Ist ja, doch das Gleiche. Das kann man auch. Das mache ich nicht, weil ich dann. Ja. Weil? Danke fürs Zusehen. Du bist mir doch eine Antwort schuldig. Kannst du einfach so die Folge wenden? Niemals. Du bekommst du niemals.